Heute ist es in Hangzhou neblig mit Smog. Das passt auch sehr gut zum Thema von diesem Video, nämlich der P2P-Krise, die wir aktuell in China erleben. Heute in diesem Video geht es mal darum, wie kam es eigentlich zu dieser Situation, wie ist die Lage aktuell im chinesischen P2P-Markt und welche Folgen können wir als Privatanleger daraus ziehen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsspecial von Northern Finance zu den Feiertagen. Ich hoffe, dieses Bonusvideo gefällt dir. Fangen wir also gleich mit dem Video an. Wie konnte es eigentlich zu dieser Entwicklung kommen? Wir haben jetzt 40 Jahre der Politik von Reform and Opening Up, die durch Deng Xiaoping eingeleitet wurden. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Wir haben das kontinuierlichste und höchste Wirtschaftswachstum, was wir je in einem einzelnen Land gesehen haben. Also absolut unglaublich, was hier passiert. Eine wichtige Sache haben die Chinesen sich allerdings beibehalten. Und das ist, dass sie Geld für harte Zeiten zurücklegen. Denn in den letzten 100 Jahren in China war es oft so, dass die Reserven haben, dass es denen besser geht oder dass die auch sehr schwierige Zeiten überleben, im Gegensatz zu ihren Nachbarn eben. Das ist einer der Gründe, wieso wir in China eine der höchsten Sparquoten der Welt haben. Es ist wirklich unglaublich, wie viel hier zurückgelegt wird. Und diese hohe Sparquote wird jetzt kombiniert mit etwas anderem, mit einem anderen Faktor. Und der ist, dass man in China als Chinese nur in wenige finanzielle Instrumente sein Geld stecken kann, langfristig sparen kann. Es ist so, dass die Regierung beschränkt, worein eigentlich investiert werden kann. Das sind zum einen die ganz große Kategorie Immobilien. Ihr habt bestimmt auch schon mal von diesen Geisterstädten gehört, wo einfach eine zweite und dritte Wohnung gekauft wird, mit Spekulation darauf, dass sie dann im Wert steigt. Und in fast allen Fällen tut sie das auch. Und dann haben wir den chinesischen Aktienmarkt. Man kann als Chinese nicht so einfach in einen ausländischen Aktienmarkt investieren, um nicht zu sagen, als Otto-Normalbürger eigentlich gar nicht. Das heißt, man ist beschränkt in seinen Investitionsmöglichkeiten. Jetzt hat man also die sehr hohe Sparquote und beschränkte Investitionsmöglichkeiten. Das führt natürlich dazu, dass sich Blasen bilden können. Und genauso ist es bei P2P geschehen. Das war ein Instrument, in das Normalbürger investieren konnten, ohne viel Vorwissen zu haben. Das haben sie dann auch gemacht. Und sie haben Renditen von 8-12% bekommen. Also sehr gut, wenn normalerweise hier in China zu 3% fünfjährige Anleihen bei der Bank verzinst werden. Und die Leute dachten, es wäre ein risikofreies Einkommen. Das heißt, ihr Kapital ist nicht gefährdet und es wird von jemandem garantiert, im Zweifel vom Staat. Jetzt mussten viele die Erfahrung machen, dass es nicht so ist. Und jetzt muss ich ein bisschen auf meinen Spicker schauen, damit ich nichts vergesse. Die Regulatoren haben jetzt nämlich letztes Jahr neue Regeln festgelegt. Und laut diesen dürfen Plattformen nicht Gelder poolen und dann selbst neue Kredite ausgeben. Sie sollen quasi nur noch als Mittelsmann in 2018 auftreten. Viele Plattformen haben das nicht gemacht und deswegen wurden jetzt einzelne Accounts von Firmen und auch Investoren-Accounts von diesen betroffenen Firmen eingefroren und es konnte erstmal nicht investiert werden. Deswegen kommt auch diese hohe Zahl von Plattformen zustande, die du hier in dieser Grafik siehst, die einfach nicht mehr funktioniert haben, die sozusagen gefailt sind, die keine Gelder mehr ausschütten können, die vielleicht auch insolvent gegangen sind. All diese Firmen sind in dieser Grafik aufgelistet. Wir sehen also, dass die Branche sich der Regulierung nicht angepasst hat. Denn es war so, dass das Wirtschaftswachstum in China in den letzten Jahren stark war, aber das P2P-Wachstum war noch viel stärker, weil es eben vermeintlich diese Lücke von begrenzten Investitionsmöglichkeiten und sehr hoher Sparquote erfüllt hat. Es haben sich also viele Firmen aufgemacht und daran gemacht, einfach diesen Markt zu bedienen, egal was es dafür benötigt. Das heißt, es gab auch Betrüger und Plattformen, die auf einem sehr amateurhaften Niveau unterwegs waren. Und das ist natürlich schlecht für Anleger, vor allem für Anleger, die das Ganze nicht so gut einschätzen können. Und jetzt muss ich nochmal auf meinen Spicker schauen. Wir haben nämlich die Situation, dass die Regulatoren jetzt diese Firmen, die quasi nicht der Regulierung gefolgt sind, da wurden die Konten eingefroren. Und die Regulatoren, das sagen sie auch ganz offen und das wird auch in der chinesischen Presse so berichtet,
Die finden es okay, wenn kleine Plattformen eben auch ja, den Bach runtergehen, solange die großen und vor allem die, die systemrelevant werden, wo sich dieses Chaos dann verbreiten kann, das eine Pleite von einer großen Plattform verursacht, verbreitet. Also diese großen Plattformen werden geschützt, die kleinen werden es nicht. Und wir haben aktuell im Markt noch ca. 2000 Firmen, obwohl so viele Firmen aktuell in Bedrängnis sind. Denn dieser Markt, der wird auch nicht so schnell weggehen, weil es eben diese Lücke erfüllt. Aber die schlechten Teilnehmer vom Markt, die werden eben weggehen und das ist natürlich auch schmerzhaft. Wir haben aber in China immer noch einen Markt von rund 200 Milliarden Euro für P2P-Kredite. Das ist unglaublich groß und mehr als 25 Mal so viel, wie wir es in Europa haben. Und das sind Daten vom Stand 2017, Ende Dezember 2017. So, jetzt habe ich es auch richtig. Und wir haben Investoren, die eben eine schlechte finanzielle Bildung haben. Das heißt, sie investieren in ein Finanzprodukt, ohne zu wissen, welche Risiken sind eigentlich dabei. Was muss ich beachten und wie hoch ist die Chance auf Gewinn, wie hoch auf Verlust? Das heißt, Leute haben mir Geld investiert und teilweise nicht nur bei diesen amateurhaften Plattformen, sondern auch bei schlichtweg betrügerischen Plattformen, die das Geld genommen haben und ja, wirklich sprichwörtlich damit fortgerannt sind. Also ja, das Geld ist weg, kann wahrscheinlich auch nicht wiedergeholt werden und diese Plattformen werden dann wohl auch nicht von der Regierung gerettet. Das heißt, man hätte bei den großen, seriösen Plattformen investieren müssen, wenn die in Bedrängnis kommen, dann wird hier eben auch ein Bailout geschehen. So zumindest die Regulatoren. Und wir haben noch die Nachfrage nach den Krediten. Und die ist bei Small and Medium Enterprises in China sehr hoch. Denn die Banken, die ja oft auch einen großen Staatsanteil haben, leihen das Geld lieber an andere Staatskonzerne. Wir haben zum Beispiel die Situation bei den Autobauern, dass von den Top 10 chinesischen Autobauern nur einer privat ist. Alle anderen 9 sind Staatskonzerne. Und dieser eine private ist übrigens Geely. Genau. Und die Nachfrage bei den SMEs wird eben nicht bedient. Und da ist auch ein wichtiger Teil, wo P2P meiner Meinung nach auch in Zukunft relevant bleiben wird, wenn hier die Prüfung auch in Europa von SME-Kreditanfragen besser bedient werden kann. Aber wir haben aktuell in China allgemein eine schlechte wirtschaftliche Situation. Das FDI, also das Foreign Direct Investment, sinkt seit Jahren gemessen an Prozent am Gross Domestic Product und wir haben außerdem den Handelskrieg. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind eh nicht die besten und wenn jetzt noch mehr Firmen pleite gehen, auch im P2P-Lending-Bereich, dann kann das auch dadurch, aber auch durch die Regulierung verursacht werden, denn ganz offen wollen die Regulatoren auch weniger Plattformen und dann eben nur noch, dass die Besten am Ende übrig bleiben. Also auch ein harter Ansatz, aber einer, den China ebenso aktuell verfolgt. Und wir haben auch ja, die Situation, ich würde sie ähnlich bewerten wie damals mit den Internetaktien Anfang der 2000er Jahre. Dort hatten wir auch einen riesigen Boom, dann erstmal lange nichts. Und heute sind wenige Aktien, wenige Internetkonzerne von damals richtig profitabel und teilweise die größten Unternehmen der Welt, unter anderem Amazon. Und ich glaube, so ähnlich wie bei Amazon und Google wird es auch laufen. Es gab diesen Boom, der ist eben jetzt vorbei. Und ich glaube, einige wenige Player werden sich durchsetzen, die meisten werden scheitern. Aber das ist okay. So ist der Verlauf der Dinge. Und wir als Investoren in Europa sollten daraus lernen, dass wir natürlich ja, erstmal Plattformen haben, die die nationale Gesetzgebung beachten, die sie auch in Zukunft beachten werden und nicht einfach die Regulierung ignorieren, wo dann die Gelder eingefroren werden. Wir müssen schauen, dass wir nicht auf betrügerischen Plattformen investieren. Wenn etwas too good to be true aussieht, dann ist es wahrscheinlich auch zu gut, um wahr zu sein. Wir müssen aufpassen, dass wir ein ordentliches Due Diligence haben bei den Plattformen, dass sie auch ihre Annual Reports mit ihren Zahlen veröffentlichen und dass nicht alles irgendwie ja, in Stillschweigen gehüllt wird und man quasi keine Zahlen veröffentlicht. Da gibt es so einige P2P-Plattformen, die mir hier jetzt einfallen. Ich nenne sie mal nicht beim Namen,
aber die meisten werden sie kennen, die meine Videos regelmäßig schauen. Der wichtigste Punkt, aber bei weitem, der eigentlich all das umfasst, ist, dass wir Investoren unsere finanzielle Bildung immer weiter erhöhen. Dass wir nicht den gleichen Fehler erleiden wie einige chinesische Investoren, alles auf eine Plattform zu investieren, die dann auch noch betrügerisch ist, die keinen Bailout bekommt, wo wir dann quasi unser gesamtes Kapital bei einer einzigen Plattform angelegt haben, wo dann wahrscheinlich alles weg ist. Das heißt, Diversifikation und eine finanzielle Bildung, eine finanzielle Bildung, die man kontinuierlich erhöht, das sind die wichtigsten Faktoren. Und wenn du deine finanzielle Bildung kontinuierlich erhöhen willst, Woche für Woche, jeden Sonntag um 18 Uhr, dann lass mir ein Abo da, denn genau das gibt es bei Northern Finance. Jede Woche Sonntag ein neues Video um 18 Uhr. Falls dir dieses Video gefallen hat, wie gesagt, abonnieren. Falls du dieses Video im Besonderen magst und dir dieser Einblick gefällt, lass mir einen Daumen nach oben da und teile das Video gerne mit deinen Freunden. Hier ist noch mein letztes Video und meine Empfehlung für dich.